Hallo meine Lieben, hier bin ich wieder. Lange ist her, dass das letzte Video hochgeladen wurde. Ich glaube, da hat es im Hintergrund noch geschneit. Doch jetzt ist es wieder Zeit. Es ist wieder Zeit. Wie viele vielleicht von euch gar nicht mitbekommen haben, war ich auf einer längeren Pause. Ich habe jetzt ein paar Monate keine Videos mehr hochgeladen. Ich kann hier nochmal auf meinen Blog verweisen, der irgendwo hier reingeflogen kommt. Und da habe ich eigentlich die letzten Monate, in der Zeit, in der ich keine Videos gemacht habe, einige Artikel drüber geschrieben, was ich gerade durchmache, was bei mir passiert und warum ich einfach diesen Abstand brauchte vor der Kamera, vor dem Druck, den ich mir selbst gemacht habe, um Videos zu machen. Doch jetzt habe ich im letzten Blog-Eintrag vor ein paar Tagen verkündet, dass ich diese Pause beenden will, dass ich wieder Videos machen will und dass es weitergehen soll. Und bevor ich euch erzähle, was bei mir alles so passiert ist, was ihr natürlich auch auf dem Blog nachlesen könnt, möchte ich erstmal eine wichtige Ankündigung machen. Und zwar, ich habe es hier nochmal aufgeschrieben, erstmal genau der Blog. Das ist halt neben den Videos mein zweites fester Bestandteil des Ganzen, was unendlich sein betrifft. Das heißt, da schreibe ich viele persönliche Dinge, die mich gerade beschäftigen, was für Veränderungen ich durchmache. Und auf YouTube poste ich dann halt die Videos. Auf Facebook ist dann sozusagen, wo beides zusammenkommt, da kommen alle Neuigkeiten, alle aktuellen Dinge kommen einfach hin. Das heißt, für alle Leute, die nichts verpassen wollen oder die denken, okay, ich will noch mehr Inhalte irgendwie haben, die können auf jeden Fall bei Facebook mal gucken. Da sind beide Seiten verlinkt. Und in meinem letzten Blog-Eintrag habe ich einfach auch dazu aufgerufen, dass ihr mir Fragen stellen sollt. Das möchte ich jetzt hiermit auch nochmal machen mit diesem Video. Ich möchte sagen, schreibt mir Fragen, fragt mich, was ihr wollt, egal ob es zu mir persönlich irgendwas ist, ob es zu irgendwelchen Themen sind, die hier angesprochen wurden auf diesem Kanal schon, die vielleicht im Blog thematisiert wurden oder die euch generell interessieren oder wo ihr Probleme habt. Ist wirklich. Ich bin erstmal ganz offen für alles, was ankommt und ich möchte mich einfach diesen Fragen dann auch widmen in Form dieser Videos, weil ich habe gemerkt, ich habe viel Veränderungen durchgemacht, ich habe viel realisiert die letzten Wochen und Monate einfach und ich bin gerade dabei, das alles sozusagen zu verpacken in kleine Mäppchen, kleine Ordner, in denen alles sozusagen fest zusammensteht. Aber das braucht einfach Zeit, das so ein bisschen mehr zu strukturieren, deswegen um einfach auch euch als Zuschauer sozusagen was bieten zu können, was euch interessiert, möchte ich gerne, dass ihr mir Fragen schickt, auf die ich dann eingehen kann. Denn ich habe große Freude daran, wenn Fragen reinkommen, wenn ich helfen kann, wenn ich irgendwie durch meinen Blickwinkel, meine Einsichten irgendwie jemanden unterstützen kann, sein Glück und seine Liebe zu finden. Und deswegen hier nochmal die Aufruf, ihr könnt als Kommentar unter diesem Video machen, ihr könnt mir bei Facebook schreiben, ihr könnt mir wenn ihr auf Kanalinfo, auf meinen Kanal auf Unendlich Sein klickt, könnt ihr auch eine Nachricht schreiben machen. Auf meiner Website könnt ihr mir eine E-Mail schreiben. Also es gibt ganz viele Wege, die ihr einfach mich kontaktieren könnt. Und ich werde auf jeden Fall auf alles eingehen. Ich werde entweder Videos dazu drehen zu den einzelnen Fragen oder ich werde ja, das einfach schriftlich beantworten. Das heißt, schreibt mir alles, was ihr fragen wollt und alles, was euch interessiert. Ich werde mich darum kümmern, dass dann die nächste Zeit auf jeden Fall alles zu bearbeiten, weil mein Plan ist jetzt einfach auch wieder regelmäßig die Videos zu machen, weil ich gemerkt habe, das ist ein wichtiger Teil meines Weges und es erfüllt mich einfach auch irgendwie. Es macht mir enorm Spaß, diese Sachen zu teilen mit euch und ja, das ist dann so ein Geben und Nehmen, habe ich das Gefühl und darauf freue ich mich einfach, diesen Austausch miteinander. Und hiermit kann ich auch gleich nochmal alle neuen Abonnenten begrüßen. Es freut mich wirklich, dass ihr hier seid und ja, ihr habt euch vielleicht auch schon gewundert, warum hier so lange nichts passiert ist. Also das hatte ich zwar immer mal wieder, dass ich ein paar Wochen oder Monate auch teilweise nichts hatte, aber das war, glaube ich, bisher so die längste Pause. Und warum das ist, will ich, wie gesagt, gleich darauf eingehen. Wichtig war es mir vorher nochmal klar zu machen, okay, ihr könnt mir alles fragen, was ihr wollt, auf verschiedensten Wegen, Facebook, YouTube oder auf meiner Website. Das ist erstmal wichtig. Im Anschluss an dieses Video lade ich noch ein anderes Video hoch, in dem ich schon mich der ersten Frage stelle, die ich bekommen habe, auf den Blog-Eintrag, den letzten. Und das werde ich im nächsten Video einfach machen gleich. Und genau, bis dahin will ich euch jetzt erst einmal erzählen, was so ein bisschen bei mir passiert ist die letzte Zeit. Wer meine letzten Videos noch gesehen hat und die Blog-Einträge dazu vielleicht auch gelesen hat, der weiß, dass ich in einer Phase war, die ich als dunkle Nacht der Seele beschreiben würde. Das heißt, eine Zeit, in der viele verdrängte Sachen auftauchen, viele Dinge, die man versteckt und geheim vor sich gehalten hat, dass die auf einmal auftauchen und nach der Aufmerksamkeit einfach rufen, nach Integration. Das war in meinem Fall verdrängte Erinnerungen, verdrängte traumatische Erlebnisse aus meiner Kindheit, die im Laufe des Ende letzten Jahres und auch in dieses Jahr einfach hinein mit ziemlich mein Leben geprägt hat und ziemlich viel Aufmerksamkeit gefordert hat sozusagen.
Das heißt, ich war die letzten Monate eigentlich damit beschäftigt, diese Dunkelheit, die ich immer in mir hatte, diese schmerzhaften Gefühle und Erinnerungen, dass all das stückweise hochkam und ich das verarbeiten wollte. Das war so dieser Weg, in dem ich war, und da war, wie ich auch in diesem letzten Blog-Eintrag beschrieben habe, war es einfach schwierig für mich, mich sicher genug zu fühlen, vor die Kamera zu setzen, weil ich habe das Gefühl, für mich ist das eine große Überwindung. Jetzt auch gerade wieder dieses Video zu machen, ist eine große Überwindung, aber ich weiß einfach, dass es wichtig ist und richtig ist. Deswegen muss ich mich ein bisschen dieser Angst stellen wieder. Und ja, ich bin auch vielleicht ein bisschen eingerostet, was die Videos angeht. Das entschuldige ich mir bitte, das kommt bestimmt mit der Zeit wieder. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ich einfach gemerkt habe, ich brauchte einfach diese Zeit für mich. Also ich war viel mit mir beschäftigt einfach. Also viel mit Dingen, die in mir vorgingen, die in mir auch hochkamen. Und mittlerweile bin ich einfach an einem Punkt gekommen, wo ich das Gefühl habe, dass so viel Raum geschaffen wurde innerlich, dass so viel Dinge, die im Unterbewusstsein verdrängt waren, die da irgendwie festgehalten wurden, dass die nach und nach losgelöst werden konnten. Und dieser Energieaufwand, der benutzt wird, um diese Dinge vor uns versteckt zu halten, oder vor mir jetzt in dem Fall, der ist frei für neue Dinge einfach. Das heißt, ich bin nicht mehr so mehr damit beschäftigt, im Kampf mit mir zu sein und gewisse Stimmungen, Emotionen, Gefühle oder was auch immer es gerade ist, was mich beunruhigt oder mich durcheinander bringt, all das aufzusaugen und hochzunehmen aus dieser Dunkelheit und im Licht zu baden sozusagen, im Licht meiner Aufmerksamkeit, meiner Liebe, meiner Aufmerksamkeit einfach auf genau das, was da passiert ist. Und das hat mir enorm geholfen, diese Zeit, weil ich gemerkt habe, dass ich viel stabiler geworden bin in mir, dass ich viel selbstbewusster geworden bin und dass mein Selbstwert dementsprechend auch viel, viel größer geworden ist. Das heißt, die Scham, von der ich auch in den letzten Videos geredet habe, ist zwar immer noch ein Teil, mit dem ich arbeite sozusagen, aber ich bin viel schamfreier geworden für das, was ich bin. Also ich schäme mich nicht mehr für mich, ich fühle mich nicht mehr so wertlos, ich fühle mich nicht mehr so, als wäre irgendwas kaputt mit mir, als wäre ich irgendwie defekt. Das war so vorherrschend in dieser Zeit, dass ich ja oft auch an so einem verzweifelten Punkt angekommen bin, weil wenn man immer mit diesen ganzen Dingen konfrontiert ist, ist es auch schwierig, einfach optimistisch zu bleiben, sag ich mal. Zu akzeptieren und zu glauben, dass das alles einen Sinn hat, dass das alles ein Reinigungsprozess ist, sozusagen der Platz, was für was Neues macht, für was Schönes, für was Kraftvolles, für was Liebevolles. Und da hat mir auf jeden Fall Matt Kahn geholfen. Ich packe hier irgendwo nochmal den Namen rein. Unglaublicher, unglaublicher Mensch. Und er hat mir ganz viel Kraft gegeben durch seine Videos, durch seine Botschaften, einfach nicht den Mut sozusagen zu verlieren. Weil es war immer so ein Ding, dass die Angst davor habe, dass diese innere Dunkelheit in mir mich verschlingt und mich vereinnahmen wird und mich nicht mehr loslässt. Und ich sozusagen für immer versunken bin in dieser endlosen Dunkelheit. Und zu erleben, dass man nicht kaputt geht daran, dass man am Ende sogar stärker hervorgeht, wenn man diese Dunkelheit zulässt, diesen Schmerz, wenn man ihn durch seinen ganzen Körper fluten lässt und sich komplett einnehmen lässt davon, dass genau dann auch diese Last einfach, die einen damit auch bedrückt hat, dass die frei wird und dass man dafür neuen Raum in sich schafft, neuen Platz und eine Leichtigkeit sich einfach weiter breit macht, ein innerer Frieden. Und das sind einfach Erfahrungen, die ich immer wieder gemacht habe in dieser letzten Zeit, dass ich immer mehr dieser Teile nehmen konnte, die hochgekommen sind und die Wertung, die ich vielleicht auf diese Emotionen gelegt habe, auf diese Situation, auf diese Erinnerung, dass die so ein bisschen befreit werden konnten und ich das als Teil meines Wesens einfach annehmen konnte. Und es war eine ziemlich schwierige Phase in dem Sinne, dass es einfach viel negative Emotionen aufgetreten sind und mich belastet haben. Teilweise hat es mich ziemlich überfordert, dass ich das Gefühl hatte, es ist zu viel, ich komme damit nicht klar. Aber trotzdem hat es sich immer dann am Ende entknotet und entfaltet und es war immer am Ende genau der richtige Zeitpunkt. Und deswegen bin ich mittlerweile an einem Punkt, wo ich dass ich immer mehr Bereitschaft habe und Offenheit dafür, mich komplett und bedingungslos zu lieben. Egal, was in mir vorgeht gerade, egal, was gerade passiert sozusagen. Dass ich
in dieser Selbstsicherheit immer mehr mich stärken kann. Weil ich einfach merke, dass ich mein Leben lang mit dieser Schattenseite einfach in mir rumgelaufen bin, in der so viel Unintegriertes, Verdrängtes, Ungewolltes einfach rumherschwirrte und das so ein immenser Kraftaufwand war, all diese Dinge vor mir versteckt zu halten, sozusagen vor meinem Ego, vor meinem Bewusstsein, dass das, ja, dass ich mein Leben lang einfach im Schatten meiner selbst gelebt habe eigentlich. Und das erst jetzt, wo ich mich wirklich verstehe, jetzt, wo ich mich wirklich kennenlerne und sehe, wer ich wirklich bin, was ich erlebt habe und das Ganze wieder ins rechte Licht rücken kann und nicht mit dieser alten Bewertung daran gehen kann. All das hat mir enorm geholfen, diese Zeit sozusagen durchzustehen. Und ich will nicht sagen, dass diese Zeit vorbei ist, bei weitem nicht. Dieses ganze Jahr ist eine enorme Achterbahn für mich und für viele andere, die ich jetzt kenne und mit denen ich geredet habe. Und ist trotzdem auch eine enorme Zeit der Heilung und der Integration. So fühlt es sich für mich an. Also dieses Jahr hat ein enormes Potenzial zum inneren Wachstum, zur Selbsterkenntnis. Und ich habe das Gefühl, wir sind gerade an so einem Wendepunkt jetzt in der Mitte des Jahres, in dem so ein bisschen diese Dunkelheit, in der die vielleicht die erste Hälfte des Jahres so ein bisschen geprägt hat, dass die so ein bisschen mehr Raum lässt für was Leichteres, für mehr Spaß und Spiel vielleicht. Und dass nicht mehr alles so ernst ist, nicht mehr so bedrückt und nicht mehr so angespannt vielleicht. Das mag natürlich auch mit den Temperaturen zusammenhängen und mit der neuen Leichtigkeit, die dadurch emporkommt, aber trotzdem spüre ich diese immense Veränderung die dieses Jahr hervorbringt. Und ja, ich kann gerade auch nur an der Oberfläche kratzen von dem, was bei mir da alles abgegangen ist. Und hier kann ich vielleicht nochmal einhaken, also wenn ihr Fragen habt, wenn irgendwas noch unklar ist, wenn ich zu viel Zeug rede, von dem ihr nur die Hälfte versteht, einfach fragen. Also ich bin wirklich dafür hier, damit ich alle Unklarheiten auch aus dem Weg räumen kann. Und mach das auch wirklich gerne. Deswegen, also wenn irgendwelche Dinge unklar sind, einfach fragen. Wie gesagt, wen das alles anspricht, wer sich davon, wem das was sagt, wovon ich hier gerade überrede, den kann ich auf jeden Fall meinen Blog nochmal ans Herz legen, weil ich da, wie gesagt, nochmal auf einer ganz anderen Ebene über diese Dinge reden konnte, weil sie da einfach auch aktuell waren. Das fiel mir einfach immer leichter, wenn ich mich einfach nur hinsetzen muss und schreiben, ohne jetzt noch eine Kamera aufzubauen und mich mental sozusagen vorzubereiten, vor der Kamera zu reden. Das war einfach leichter für mich, in dem Moment sozusagen diese neuen Erkenntnisse und Dinge, die ich erlebt habe, einfach gleich da zu verarbeiten. Und das hoffe ich einfach in Zukunft auch über diese Videos zu machen. Und das ist so ein bisschen, was ich auf jeden Fall erlebt habe. Ich gucke hier nochmal, ich habe nämlich Notizen gemacht. Und ja, habe ich eigentlich alles so ein bisschen angerissen. Was enorm wichtig für mich in dieser Zeit war, war auch die Liebe für mich selbst, also mich zu lieben und mir das auch zu sagen. Das war auch eine Sache, die Matt Kahn einfach enorm, die einfach eine Kernlehre sozusagen von ihm ist. Diese I love yous, also sich die Hände aufs Herz zu legen und sich mit seiner wahren inneren Unschuld, mit seiner Essenz, so wie er das ausdrückt, sozusagen zu verbinden und sich selbst einfach zu lieben. Zu sagen, ich liebe dich, mein Kleiner, ich liebe dich, du bist genauso richtig, wie du bist. Du hast nichts falsch gemacht, es ist nicht deine Schuld, was du erlebt hast. Das ist sozusagen auch diese Arbeit mit dem inneren Kind, die auch enorm mein Leben einfach gestaltet hat, die letzten Monate und Wochen. Also das geht für mich Hand in Hand und darum geht es auch in dem Video, was ich nach diesem Video hier hochladen werde. Da geht es nämlich auch um diese Selbstliebe, um die Arbeit mit Situationen aus der Vergangenheit, die belastend sind, die schmerzhaft sind. Und da werde ich auf jeden Fall gleich nochmal intensiver in einem anderen Video drauf eingehen. Auf jeden Fall war das ein enormer Teil dieser Zeit, diese Liebe für die eigene Unschuld, so wie es Matt Kahn nennt. Also die Liebe für das eigene Kind, was wir immer noch in uns tragen, für dieses das Kind, was wir nie verloren haben, weil für viele ist das innere Kind immer noch so eine schwer greifbare Geschichte, glaube ich. Und das werde ich, wie gesagt, in dem nächsten Video gleich nochmal besser ansprechen und erklären. Aber das war für mich auf jeden Fall eine ganz wichtige Zeit, einfach mich wieder lieben zu lernen und damit auch die Verantwortung für mich zu übernehmen und auch so eine elterliche Rolle für mich zu nehmen. Das heißt, auch erwachsen wirklich zu werden. Nicht nur dadurch, dass ich älter geworden bin, sondern einfach auch dadurch, dass ich wirklich reifer und erwachsener einfach werde. Dass ich gerade in so einer wirklichen Umwandlungsphase, Transformation bin. Zum einen beschäftige ich mich gerade, dass
Maskuline sozusagen, also die maskuline Energie. Dazu habe ich auch noch hier ein cooles Buch, falls irgendwer daran Interesse hat. Ich glaube, man kann das lesen. King, Warrior, Magician und Lover. Da geht es um diese Archetypen des Maskulinen. Aber das ist auch nur eine Facette dieses inneren Prozesses gerade. Also wie gesagt, das, die Fürsorge, die man für sich selbst entwickelt, die Wärme, die Sicherheit, die Akzeptanz, dass man so mit sich umgeht und seinen Problemen, seinen Bedürfnissen, wie man es mit einem kleinen Kind machen würde. Dass man liebt und für das man sorgen will einfach. Dass man so auch mit sich selbst umgeht und seine Bedürfnisse, seine Grenzen wahrt und achtet und ja, einfach einen gesunden Lebensstil sozusagen zu fördern. Und das ist auch etwas, wo ich gerade drin bin, dass ich noch alte Suchtstrukturen habe. Das heißt, dass ich zu gewissen Dingen immer noch eine suchtartiges Verhältnis habe, weil sie einfach noch einen Nutzen für mich haben. Sie haben noch irgendeine wertvolle Rolle für mich. Ich will da auch später nochmal oder in einem anderen Video auf jeden Fall noch später drauf eingehen. Aber zu erkennen, dass wir alle unsere eigene Suchtmuster haben, die uns helfen sollen, mit Situationen umzugehen, die uns belasten, die vielleicht zu viel für uns sind, die, ja, denen wir uns gerade nicht stellen wollen oder können. Dann hat jeder für uns seine Dinge, zu denen er sich hingezogen fühlt, die einen besser fühlen lassen sozusagen. Und da habe ich auch viel gemerkt, dass, woher das kommt bei mir, was die Trigger, also die Auslöser für diese Dinge sind und das dann einfach selbst auch ändern zu können. Weil ich habe das Gefühl, viele kennen das bestimmt auch, die sich mal vornehmen, Veränderungen in ihrem Leben vorzuführen, Dinge, die sie eigentlich auf Verstandesebene wissen, dass sie ihnen nicht gut tun, zu lassen und dafür gesündere Alternativen zu nehmen. Und viele kennen das bestimmt, dass wenn sie das umsetzen wollen, dass es vielleicht auch gut geht. Aber bei mir war es jetzt so, dass sie das dann auch nach 2-3 Wochen wieder komplett umgedreht hat. Also da war dann wieder so ein Knacks sozusagen und ja, ich bin das Gefühl war, einen Schritt vorzugehen und 2 wieder zurück. Also genau, und da, komisch, gerade gestern kam eine enorme Erkenntnis auch wieder, was meine Kindheit anbetrifft, was meine Prägung angeht, meine Erziehung, wie ich aufgewachsen bin, die einfach so viel erklärt für mich, die so viel erklärt einfach für mich, warum ich bin, wie ich bin, warum ich denke über mich, wie ich denke. Und das sind alles so Dinge, die einfach passieren und erklären und auch diese Dinge loslassen können, diese Suchtmuster. Weil all diese Dinge haben einen tieferen Ursprung. All diese Dinge nützen uns auf irgendeine Art und Weise, weil wir anders nicht gelernt haben, uns zu helfen oder damit umzugehen mit diesen Situationen. Und auf der einen Seite für sich sorgen zu können, für einen da zu sein und offen für seine Probleme und Bedürfnisse zu sein, ist die eine Seite. Und die andere ist dann halt einfach zu gucken, okay, wo kommt das her und wie kann ich das jetzt vielleicht ändern und wie kann ich Schritte unternehmen, die jetzt in eine positive, gesunde Richtung einfach gehen. So, Kamera ist gerade ausgegangen. Ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen wollte. Lass uns das erstmal vielleicht hier einen Schnitt machen. Ich wollte erstmal sagen, ich bin wieder da. Ich habe einiges erlebt, einiges durchgemacht. Ich bin jetzt frischen Mutes wieder hier und hoffe auch, das beizubehalten. Und ich bin enorm gespannt auf eure Fragen und will mich wirklich all diesen Fragen auch widmen. Wie gesagt, in Videoform oder halt einfach schriftlich. Deswegen schreibt mir ruhig alles, was euch auf dem Herzen liegt, was euch auf der Seele brennt. Und ich werde mich all dem widmen. Wie gesagt, ich werde jetzt gleich im Anschluss noch das neue Video filmen zu der ersten Frage, die ich bekommen habe. Und ja, ich hoffe, wir bleiben weiter im Kontakt. Ich freue mich wirklich über alle, die da sind. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ihr, ja, dass ich euch irgendwo was geben kann, dass ihr Vertrauen in meine Videos und meine Aussagen habt. Das finde ich, es gibt mir auch ein gutes Gefühl. Und ja, ich möchte, dass das weiter wächst und dass das weiter gedeiht, dieser Kontakt mit uns beiden. So, dann war es das erstmal von mir. Ich glaube, ich habe alles erstmal gesagt, was ich sagen wollte in diesem Video. Freut mich, euch wieder gesehen zu haben, wieder da zu sein. Und ja, bin gespannt, wie das weitergeht. Ich liebe euch alle. Bis bald.